Kriminalliteratur betrifft? Oder gibt es vielleicht andere Wege, Gedichte zu publizieren und ans Publikum zu kommen? Zum Beispiel bietet sich ja da an, dieses weltweite Computernetz, das Internet. Wie kommt ein Gedicht ins Internet, Burkhard Tombu? Ja, zunächst einmal, indem ich es aufschreibe, in diesem Fall dann an meinem Computer zu Hause, und indem ich es dann anschließend weitergebe an jemand, der mehr als ich vom Internet wirklich versteht und der zum Beispiel so einen Dienst wie hier das PageArt betreibt. Das ist in diesem Fall der Joachim Müller von der TH in Darmstadt. Und in dieser TH steht, das kann man sich so vorstellen, steht quasi dann ein Computer, in dem Gedichte oder auch Bilder und Musikstücke eingegeben sind und an denen an 24 Stunden am Tag das abrufbar ist. Die Leserin oder der Leser kann sich das also am Bildschirm durchlesen und kann es sich auch, wenn er mag, ausdrucken. Und sparen tut er dabei insofern auch, weil es ist ein kostenloser Dienst. Es wird also keine Werbung gemacht und kostet auch keine Gebühren. Außerdem kann man auch jederzeit noch etwas zurückmelden, zwar dann nicht unter derselben Adresse, die man vielleicht nochmal einblenden könnte auch, sondern unter einer E-Mail-Adresse, aber die Rückkopplung ist also dann durchaus da. Das heißt, der Literat, der arbeitet nicht mehr auf das Buch hin, das gedruckte Erzeugnis, er arbeitet auf viele Wege zum Leser, zum interagierenden Leser hin. Gibt es denn schon Rückmeldungen, Interaktionen auf dieses Angebot im Internet? Soweit ich gehört habe, hat es da schon auf das, zumindest auf das Gesamtprojekt, auch positive Rückmeldungen einige gegeben. Es war jetzt ein bisschen schwierig gewesen, weil der Joachim Müller, kurz nachdem er das gestartet hat, so richtig, musste er dann auf einen mehrmonatigen Auslandsaufenthalt fliegen nach Südafrika und ist jetzt erst vor kurzem wieder zurückgekehrt, um das intensiv zu betreuen. Es ist zwischendurch auch gelaufen, das Programm, nur es hat vertretungsweise sozusagen jemand gemacht und derjenige hatte auch sehr wenig Zeit. Wir denken, dass es jetzt auch wieder richtig losgeht und es werden, wie gesagt, auch noch Maler und Musiker und ähnliche gesucht, die mitmachen wollen. Also auch die Möglichkeit, dass sich die künstlerischen Talente der Region, zumindest der mittelbaren Region, bis Darmstadt reicht, selbst nach Hessen hinein, dann im Internet präsentieren. Gibt es denn noch andere Möglichkeiten, jetzt hier in der Pfalz zu publizieren und ein Publikum zu finden? Gibt es auch Treffpunkte, wo man diskutiert, wo man gegenseitig sich Gedichte oder Lyrik vorträgt? Das wäre so eine Art wie literarische Werkstatt oder Autorenkreise. Also mir persönlich ist jetzt direkt in der Art nichts bekannt, wo ich ursprünglich herkomme. Seit 6 Jahren bin ich in der Pfalz, im Nordrhein-Westfalen, Richtung Ruhrgebiet, Sauerland schon so ein bisschen. Da gab es da also sehr viel in der Richtung. Hier ist mir das nicht so bekannt. Es gibt dann so immer Kontakte. Man kennt vielleicht zum Beispiel die Frau Beckerle in Speyer oder in dieser Richtung. Aber regelrecht diese Dinge, die Sie ansprachen, sind mir jetzt nicht bekannt. Ist allerdings schon wieder 3-4 Jahre her, seit ich mich da intensiv bemüht hatte, sowas zu finden. Vielleicht ist ja zwischendurch was entstanden. Es gibt ja ein kommunales Angebot, zum Beispiel in Ludwigshafen, das Literaturtelefon. Ja, das wären jetzt die anderen Wege, die Sie nannten, ja. Also über die übliche Form und Bücher, Zeitschriften hinaus. Im Literaturtelefon kann man also dann 4 Wochen lang einen Autor, meistens der Region oder eine Autorin, kann man dann einige Minuten lang Texte von denen abhören. Zumindest war das bis vor einiger Zeit so möglich. Eine Frage zum Persönlichen. Gedichte schreiben ist ja heute nichts mehr, wovon man leben kann, im Unterschied zur Zeit der Romantik. Was machen Sie beruflich? Ich bin Erzieher und Sozialarbeiter und als Sozialarbeiter bin ich auch bei der Stadt Ludwigshafen beschäftigt im Bereich der offenen Kinder- und Jugendförderung, konkret im Kinderelternhaus in Ludwigshafen, wo ich also sehr gern arbeite. Ist da nicht manchmal ein Konflikt in der Arbeit? Arbeitet man nicht lieber mit Texten, mit Kindern, an Texten, an Gedichten, an Geschichten und hat aber doch das Bewusstsein, man müsste eigentlich hinführen auf die modernen Kommunikationstechniken, sich mit Computern auseinandersetzen? Ja, mit dem Hinführen, das ist sicherlich eine mehr oder weniger umstrittene Frage. Ich denke, wichtig in der Kinder- und Jugendarbeit ist auch, dass man Alternativen zu den elektronischen Medien anbietet, zum Beispiel zu auch manchen Auswüchsen im
im Bereich der Videospiele und der Computerspiele, wo es durchaus positive Dinge auch gibt, Lernspiele und dergleichen, aber auch schlimme Dinge. Ein Beispiel ist zum Beispiel jetzt Doom. Das ist ein Spiel, wenn einem Erzieher da etwas genannt wird und er hat sich nun nicht damit beschäftigt, dann wird ihm das irgendwo nichts sagen. Er kann also auch nicht direkt darauf reagieren. Wenn man jetzt weiß, es ist wirklich sehr, eins der übelsten Spiele ist, ich denke, dann kann man mit dem Kind darüber reden, dass man es schlecht findet und warum man es schlecht findet. Ne? Also ob ich jetzt direkt aktiv rangehen muss und muss die Kinder da heranführen, das weiß ich nicht, aber ich muss mich dringend damit beschäftigen. Und wir wollen uns zum Abschluss unseres Gesprächs, für das ich Ihnen herzlich danke, noch ganz dringend mit einer Sache beschäftigen, über die wir nur geredet haben, die wir aber nicht präsentiert haben, nämlich mit Ihrer Lyrik. Haben Sie noch ein kurzes Gedicht für uns? Ja, klar, ein Gedicht oder sagen wir einen kurzen Text, weil es sich in dem Fall jetzt nicht reimt. Richtung. Sie hatte ihr Leben schon in vollen Zügen genossen. Doch leider fuhren diese stets in falscher Richtung. Vielen Dank. Das mit dem Genießen und gar in vollen Zügen, das soll ja wohl vorbei sein, wenn man den Daten zur wirtschaftlichen Entwicklung Glauben schenkt.